Bitte. Your stage. Ja. Vielen Dank, lieber Boris. Vielen Dank auch für die Einladung und auch, dass wir hier mit so einer kleinen Berlin-Repräsentanz nach München kommen konnten. Fashion goes Blockchain. Das ist ein vielschichtiges Thema. Wir fangen mal von vorne an. Who we are, how we met, das ist sehr interessant, and what we want to talk about. Mein Name ist Silke Bollens. Ich habe vor 13 Jahren zusammen mit der Kerstin Geffert eine Mode- und Lifestyle-PR-Agentur gegründet in Berlin. Die heißt Circulations. Vielleicht hat die ja schon der ein oder andere mal gehört. Wir haben von Anfang an für große Kunden gearbeitet, wie Nike, Beck's, Uniqlo, Levi's, ASOS auf nationaler Ebene, mittlerweile auch auf europäischer Ebene. Und ich würde schon sagen, so nach 13 Jahren, auch die 13 Jahre, die uns voneinander trennen, bin ich schon so ein bisschen ein alter Hase in der Branche. Und auch was Kira schon gemeint hat, es hat sich wahnsinnig viel verändert in den letzten 13 Jahren und es wird sich noch viel mehr verändern in den kommenden 13 Jahren. Die Geschichte, wie wir uns trafen, ist eigentlich auch eine sehr schöne. Wir haben Söhne zusammen, die so Best Buddies sind. Ich habe mein zweites Kind relativ spät bekommen. Marjorie, ihr erstes relativ früh. Das spricht auch so ein bisschen für den Altersunterschied. Und man trifft sich halt so auf dem Schulhof und redet. Sagt, was machst denn du so? Ich habe eine PR-Agentur. Und du so? Habe ich hauptsächlich ihren Mann zuerst kennengelernt. Der hatte so ein T-Shirt, da stand Ethereum drauf. Ich so, was ist denn jetzt das? Und dann fing er so an zu erzählen, das war letztes Jahr so, ja, Blockchain und wir machen hier Ethereum. Und ich so, what? Habe noch nie davon was gehört, obwohl es das ja eigentlich schon relativ lange gibt. Und so habe ich angefangen, Fragen zu stellen. So, was ist das? Für was wird das verwendet? Was machst du damit? Habe viel gelernt, dass das nicht nur Cryptical Currency ist, sondern auch eine Technologie, die uns in Zukunft weiter begleiten würde. Also sind wir so im Gespräch geblieben. Und dann habt ihr mich Ende letzten Jahres gefragt, ob ich nicht bei unserem Projekt oder bei eurem Projekt Luxo mitmachen will, weil die beiden eine Blockchain machen wollen für die Fashion- und Designbranche. Da habe ich gesagt, naja, klar, ich habe mein Business seit 13 Jahren, ich habe Kontakte, ich bin so ein bisschen Oldschool Fashion versus New Biz Tech und es war wahnsinnig spannend und es war ein perfektes Match und so haben wir angefangen zusammen zu arbeiten. Wenn wir jetzt so ein bisschen von Oldschool reden, möchte ich gerne kurz meinen Hintergrund erzählen. Wie gesagt, Circulations 13 Jahre, als ich 2000 nach Berlin zog, habe ich angefangen mit der Pressearbeit und Kira, da kannst du dich noch daran erinnern, unser erstes Projekt, die Beck's Fashion Experience. Wir haben noch Faxe verschickt, Rückantwortsfaxe. Das ist noch nicht so lange her. Und ich glaube, naja, aber mittlerweile meine Praktikanten, die stehen vor dem Faxgerät und sagen, was ist denn das für ein Gerät? Und da sage ich, ja, so haben wir früher kommuniziert mit Faxgeräten und es ist wirklich noch nicht lange her. Und wenn du sagst, dass man die Blockchain nicht versteht, ein Faxgerät haben wir da ehrlich gesagt auch noch nie wirklich verstanden, oder? Wie das funktioniert. Man steckt ein Blatt rein und es kommt irgendwo anders raus. Aber wie das jetzt technisch funktioniert, I don't know. So ähnlich ist es mit der Blockchain auch. Man muss das nicht wirklich jetzt technisch ins letzte Detail verstehen. Man muss nur wissen, für was kann ich das einsetzen und wie kann ich es brauchen. Die L war übrigens die letzten, die immer noch geantwortet haben mit Antwortfaxen vor 3 Jahren noch. Wir haben auch sowas gemacht. Wir haben Pressematerial auf CDs gebrannt und haben dann den Aufkleber designt, den man auf diese CD draufbrennt. Oder das ist auch mein Lieblingsbeispiel. Wir haben Fotos ausgedruckt, also richtig entwickeln lassen, ausgedruckt, Pressefotos, haben hinten drauf einen Aufkleber geklebt. An die Fotoredaktion geschickt, die haben es eingescannt und damit ihr Magazin gelayoutet. Und das ist auch noch nicht so lange her. Also was ich eigentlich sagen will, dass wir klar heutzutage andere Möglichkeiten haben aufzutreten. Wir haben eigentlich alles digital. Wir verschicken nicht mehr haptische Sachen, außer hochwertige Einladungen. Aber es hat sich auch noch wahnsinnig viel verändert in den unterschiedlichen Mediengruppen, die wir angesprochen haben vor 13 Jahren. Das waren Editors, und damit meine ich
wirklich echte Journalisten, also Leute mit Meinungen und Fähigkeiten und auch irgendwie die Möglichkeit zu haben, Nachrichten zu kommentieren, auch zu kuratieren. Und natürlich Stylisten, für uns wahnsinnig wichtig gewesen, die diese Modemagazine dann unsere Styles aus dem Show benutzt haben. Heutzutage haben wir mit 8 unterschiedlichen, wenn es nur 8 sind, unterschiedlichen Gruppen zu tun, die wir ansprechen wollen. Das fängt von den Social Influencers an, aber auch Agents, Talents, VIPs, Creative, Wholesale Editorial Teams, das sind diese ganzen Seiten wie Zalando und ASOS, die ja auch ihren eigenen Content haben auf den Seiten. Also unsere Materialien müssen auf die unterschiedlichen Zielgruppen abgestimmt werden und auch verschickt werden. Aber was ich damit eigentlich sagen will zum Thema, ist, dass wir einen exponentiellen Wachstumsschritt im Moment haben, von dem wir, glaube ich, noch gar nicht richtig wissen, wo der uns hinführen wird in 3 bis 4 Jahren. Weil was wir schon in den letzten 12 Jahren gesehen haben an Veränderungen, was noch vielleicht so 4er und 8er Schritte gewesen sind im exponentiellen Wachstum, sind wir gerade bei 64 und es geht rasant schnell. Also jeden Tag kommen neue Sachen dazu. Und irgendwann endet man ab in the future und sagt, das habe ich jetzt echt null erwartet, dass sowas kommt. Das war früher zum Beispiel Thomas Watson, der den ersten Computer erfunden hat, 43, der gesagt hat, I think there's a world market for maybe 5 computers. Der konnte auch nicht absehen, dass wir heutzutage jeder ungefähr 8 Computer hat. Also das war für den überhaupt gar nicht möglich. Was ich auch ein sehr schönes Beispiel finde und was sehr gut hier reinpasst in die Gruppe, das ist die erste Digitalkamera. Die hat Kodak entwickelt, ich glaube 73, 75 so ungefähr. Ja. Und da haben die so ganz kleine Schwarz-Weiß-Bildchen mit hergestellt, wo dann die Leute gesagt haben, so was wollen wir denn mit so einem Digitalscheiß? Wir reden hier im Business of Beautiful Images, wir wollen nicht so kleines Kisselzeug haben. Und was mit Kodak passiert ist, haben wir, glaube ich, alle mitgekriegt. Die waren 96 noch Marktführer. 2012 sind sie pleite gegangen mit 17.000 Mitarbeitern und tragischerweise im gleichen Jahr, wo Instagram rauskam und gekauft wurde von Facebook für 1 Billion mit 13 Mitarbeitern. Da sieht man, wenn man einen Trend verschnarcht und den exponentiellen Wachstum nicht mitgeht, da kann man ganz schnell auch bankrupt gehen. Aber was ich das Schöne finde bei Kodak, und jetzt kommen wir zum Thema Blockchain und Technologie, wie ich das auch für diese Branche anwenden kann, die haben dann auf einmal direkt 4 Schritte auf einmal genommen und haben gesagt, okay, wir sind wieder hier, wir sind wieder digital und wir tun unsere Bilder auf die Blockchain. Wir kommen mit einem eigenen Kodak-Coin, wir kommen mit Hilfe der Blockchain-Technologie daher, um neue Innovationen zu schaffen. Weil gerade in der Fotografie gibt es Ownership, die gemanagt werden muss, die Lizenzen, die gemanagt werden muss, viele kleine Verträge rund um Bildrechte, die eine Blockchain eigentlich sehr selbstständig mit Algorithmen lösen kann. Da braucht man gar nicht mehr viele Leute. Und so ein Fall macht Hoffnung, finde ich. Und sowas wird Marci später auch nochmal drauf gehen, auf die Technologie, wie man mit Ownership und Blockchain zurechtkommt. Aber das ist der erste Schritt, wie man die Blockchain in unserer Branche nutzen kann. Jetzt komme ich natürlich nicht aus der Bildbranche. Ich bin ja PR-Spezialistin und dachte, okay, jetzt habe ich es ansatzweise verstanden, was so eine Blockchain kann. Ich versuche das mal in ein Kommunikationskonzept umzusetzen und kam dann auf so eine Idee. Das hat noch nicht so ganz geklappt, weil es nicht ganz durchdacht war, aber ich fand es ganz cool. Ich dachte, was mache ich denn jetzt mit der Blockchain? Brauche ich jetzt meine eigenen Circulations Tokens? Kann ich meine News vielleicht auch verifizieren? Gibt es gar keine Fake News mehr? Was mache ich mit meinen Kommunikationskonzepten? Und dachte, so könnte man das aufbauen. Und was schon von Anfang an da war eigentlich, als ich anfing, mich mit Blockchain zu beschäftigen und wie man das mit Mode zusammenbringen kann, ist diese Faszination, die es gibt noch nicht mal so sehr Cryptical Currency und Kohle und ICO und das alles gar nicht, aber irgendwie dieses instinktive Wissen, dass diese Technologie doch einen wahnsinnigen Wandel mit sich bringt, eigentlich das ganze Denken umkrempeln wird, alleine dadurch, dass es keine Autoritäten mehr gibt, sondern ein Open-Source-Netzwerk, wo wir alle uns gegenseitig miteinander kommunizieren können. Und das, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil das so ein Bring the Power Back to the People-Moment ist, wo ich denke, geil, wir können wieder alle zusammen was echt Cooles machen.
Und die Marjorie wird euch erklären, ja, hoffentlich. Wie das rein technisch fantastisch umzusetzen ist. Super. Jetzt geht's weiter auf Englisch. So. Ah ja, stimmt. So, 2008. Sorry, English. 2008. A white paper was published under the name Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system for the internet. In 2008 or 2009, what Bitcoin did was not possible before. And this is something that goes kind of like unspoken because everybody's hype with cryptocurrencies. It's kind of awesome to become a millionaire that easily, but it's something really truly revolutionary behind this white paper. So they solved, this group of this person behind the white paper, the problem that cryptographers have for many years that is called the double spending. So I'm not a cryptographer, so I will not attempt to explain it. But kind of believe me on this one, it was major. So what I find personally even more revolutionary was a couple of years later, in 2013, a young guy, that one, at the young age of 19 years old, he published another white paper called the Ethereum blockchain. What I love about this project, especially, is his motivation why he wanted to do it. He said, and I quote, he was motivated by the horrors of decentralization when the server of World of Warcraft deleted his favorite character. So he went, obviously he's very smart and he loved computers, and he went and created this white paper. And thanks to him and all the people who joined him, who were believers into this really young man's idea, they created the first world computer. So this all sounds kind of great. Yeah, world computer, we'll have computers. But this is slightly different. He programmed this thing called the Ethereum Virtual Machine, which is basically the first completely decentralized computer. Anybody who has access to the internet can use it, and you don't need permission to participate. So what we have is kind of like the first zero infrastructure platform. There's no Ethereum ICO. There's nobody saying what is going to happen next. It's just kind of like run by the public. So my partner, Fabian, he always used this analogy to explain what is the difference between Bitcoin and Ethereum and other kind of new blockchain technologies. And one can think like Bitcoin is a calculator, while Ethereum is a computer. Like a calculator does very well what a calculator does, but a computer can do a bunch of other stuff. So now, bear with me, because I'm going to tell you what the blockchain is. So the blockchain is a decentralized database that stores a registry of assets and transactions across a peer-to-peer network. So basically, it's a register of who owns what and who transacts with whom. So all of these transactions are distributed, and they are secure to cryptography, and they're kind of attached to each other. So this kind of like create an immutable and a forgeable record of transactions. You have to imagine, if I will want to change a transaction across the network, everybody will have to agree with me. So if I need 10 people to agree with me, it can be kind of complicated, but we could do it. But if I need millions of people around the globe to agree with me to cheat, that's a challenge. So that's kind of like the power of this technology. And this record is replicated in every single computer that is participating. So what the Ethereum blockchain can do that other blockchains cannot do, as the Bitcoin blockchain, is something called smart contracts. And smart contracts is actually a pretty old concept, like was first described by this guy called Nick Szabo in 96, and he wanted to create this thing called building blocks for digital free markets. But he didn't have the infrastructure to deploy smart contracts, which is kind of interesting because now we have the infrastructure that kind of enables smart contracts. And smart contracts, in my opinion, is a terrible name for something that is quite good. And we shouldn't confuse smart contracts with like legal contracts. Like a legal contract can be a smart contract, but not the other way around. So basically, a smart contract is just a block of code that you can deploy into the blockchain. So anything that we can translate into computer code, kind of like if this, then that, you can deploy in the blockchain. So, but
So this is all great, right? Like blockchain and smart contracts, awesome. So what we can do with this? And in my opinion, the beauty about blockchain and smart contracts as a combination is a solution to a very human problem. And it's the problem of distrust. So we just don't trust each other. And that's a big problem when we have to interact and transact and communicate with each other. We don't have the trust. We need like institutions to kind of enable that trust. We need friends to advise us about other people. We just don't trust each other. So kind of like that distrust is what makes the blockchain so special, because it harnesses on that collective uncertainty and uses it to collaborate and exchange in an efficient and transparent way. So through time, from our villages to like cities, and now in this like huge complex world we're living, we created institutions in order to facilitate that trust. And we created middlemen and institutions and governments and et cetera, and banks and whatever. But those institutions kind of represent a single point of failure. If one person is corrupt, then the whole system is fluke. So it's kind of not working, but we didn't have anything better. And we kind of have now something that is way better. And this is what I call, that was my glass. Sorry. It's fine. And this is what I like to call a shared version of the truth. Like everybody who is participating is sharing exactly the same state of the truth. Doesn't matter if you're in Patagonia or in New Zealand, you will have the same information that we have here in Munich tonight. And I think that's kind of powerful. So we kind of like lower our uncertainties and we can trade, interact, and communicate with each other. Another beautiful thing about the blockchain, in my opinion, is this country and government agnostic. So it makes it really difficult for governments to regulate it, and they don't like that, but I think it's part of the potential on it. So I personally believe this is fundamentally going to change the way we interact and exchange value. And yeah, so I will move on towards the next point. And it's the point of the decentralized economy. So right now we have a lot of examples of like a sharing economy, like DriveNow and Airbnb and Uber. And we all know what a huge success stories they are business-wise. They become billionaires, they harness, they make a lot of money. But they are a middleman who's enabled those transactions. The interesting thing when you have a decentralized technology, when you don't have the Uber ICO, everybody will profit from the network. So if the network works, everybody who's participating is benefiting, not only the owner of the network. So we're extending beyond trade, and we are far away from our villages right now. And new participants are coming into our economy, for example, machine economy. And I think a decentralized economy seems to be the natural step. And things such as e-governance and sovereign identities and decentralized banks are going to be part of the future very soon. So you guys might think this sounds all great and perhaps a bit naive, because for us it's very difficult to imagine a future that is extremely different from the one we're living today. And it's because the way our brains are wired, we kind of imagine the future with the same part of our brain who remembers the past. So we cannot really imagine a future that's going to be fundamentally different. Like our bodies are limited by our physics. One step is more or less the same like the next step. So we kind of cannot imagine those crazy moments when things will change. But I think it's going to fundamentally change, and we're right in front of it. So blockchain until now is being developed by very smart people who don't necessarily are user-facing or user-friendly. So I would like to show you a couple of examples of like actual implementations of blockchain technology. The first example is one of my favorite projects, and it's called Ujo Music. And Ujo Music is just a platform for decentralized music distribution. So you as a content creator, you upload your music or your content, and then people who want to use it for listening at home or for a soundtrack or for whatever, they can buy the licenses depending on what they want to use it for. And then the cool thing about it is that the payment you make gets distributed to everybody who participated producing that content automatically.
So the sound producer, the musicians, whatever, the guy who owns the sound studio, everybody will get the money automatically without a middleman or anybody having to say, oh, I forgot to make the band transfer or something. Like, it will just happen automatically. And another example that I really, really like, and I hope we get to work together with this project, is provenance. So what they're doing is, just as the name says, they're kind of certifying the provenance of certain things using blockchain technology. So they're doing provenance for fish, for textiles, and all sort of things. So they want to kind of like prove where things are coming from. So people, if you claim that a product is being fair, traded, or whatever, you cannot use yours as a marketing, but you have to have actual facts to prove that. 5 minutes. 5 minutes. Oh, okay, I'm going fast. So I will talk about Luxo now. So Luxo is my project. I was working as an innovation and design consultant for several years, and I was doing a bunch of blockchain use cases for my clients. Because basically right now, if you bought Bitcoin at around 2013, you're a blockchain expert. So I started this project, I have the idea, and I thought I'm going for it. So I saw me being this hybrid between a designer and a technical person, I saw three touching points that kind of overlap the technology with this industry, and as uniqueness, scarcity, and history, kind of like all three values are in both. So I will not go in detail because I'm going to move faster. But this is what our project is called Luxo. So it's a fashion and design industry blockchain. So it's a consortium-run blockchain. So slightly different from a public blockchain, but we will all be able to see and verify the transactions, though. And what this platform is doing, what we want to do is create a platform to kind of kickstart this ecosystem for this industry. And kind of like we will enable providers, manufacturers, designers, and consumers to interact and participate with each other in a transparent framework, allowing for a bunch of new kind of economic interactions that for us are kind of unknown so far. So I personally believe in platforms, and I believe platforms have the biggest potential. There's a sentence that I really like that it says, I like to think about the future because that's where I'm going to live. So I kind of feel like that. Like, I'm not so much interested in like products and trends that are current. I kind of like to think about how things are going to be. And I think platforms are going to be the next big thing. So Luxo One is the first implementation of our blockchain. It's going to be the first use case that is going to be deployed on our blockchain. And I kind of call it our Trojan horse, because it's kind of a way where we can explain the technology to industry partners in a way that is understandable for them. So it's not kind of like crypto economics and blockchain, but kind of like explaining how you will use it. And I think what we will do with Luxo One is kind of like lock the value of items and certify their authenticity. And we know how important history and authenticity of things is. When we see this picture of this very famous woman singing happy birthday to a married man in public, was sold for a lot of money because it has value, historic value. So it goes beyond fashion. So in a way, kind of like all the data that we will store in a blockchain will become storytelling for those items. And that's kind of like the poetic part about it that I like so much. So there is a sentence by Peter Diamandis that he says, the technology takes what it used to be scarce and makes it abundance. And we are living in a, it's kind of hard to imagine, but we're kind of living in a process where objects are becoming dematerialized. Like this one. Like this guy has a bunch of stuff that right now I pretty much carry in my supercomputer that I put in my pocket every day. So all of those objects got dematerialized in a way and compressed into this one little item. And it was only within 20 years, which is kind of crazy. So what does this process of dematerialization mean for an industry that is based on physical items? Like, what it will be your business model in the future? Are we so much into handbags or the value of the handbag? I think we're moving. I don't think it's enough to create beautiful objects anymore. I think we all appreciate it, but I think it has to be something more. So I think we're moving, or we already moved from products to services, and now we will move to platforms and ecosystems. And I think that's a big, big thing that is going to happen. And I love these sentences, fashion was to France, where mines of Peru were to Spain.
And that kind of show you that France kind of like harvest on intellectual and creativity while Spain was harvesting on physical goods. So it kind of is the same, right? We're moving always from like physical goods to kind of implementing it in a way. And I think that is going to happen with blockchain in almost every single industry in a way. So just to finish, I would like to say this technology is awesome and it works and it does what it's supposed to do, but we shouldn't forget it's in its infancy, it's pretty early stage, so there's a lot of things to do. So we shouldn't mistake a clear view for a short distance. So I think there's going to be a long run before we are all like kind of adopting our normal economics to like new crypto economic logics. But I think the important thing, and I think as you guys being a crowd of people who works in creativity and communication and so on, it's kind of interesting to be informed about these new technologies and kind of like hear the sound in the noise and kind of see what part of this new technology can help your business and help your creativity. And don't be confused by a lot of these buzzwords around it. So that's it for me. Thank you. Ist alles klar jetzt. Ist alles klar jetzt. Thank you very much. Please stay with me on stage for a moment. Also es gab tatsächlich aus dem Publikum immer noch die Nachfrage, vielleicht schaffen wir das. Wie erkläre ich einem 5-jährigen Kind Blockchain? Also that's called Funfi. Yeah, I think, well, the thing is, they're 5 years old. They were not alive when we had BitTorrent and Napster. But that would be a good example. Like, for example, Napster was a peer-to-peer network, and it was decentralized. So if you guys remember, like, downloading illegal movies from the internet, you will sometimes have to wait for a person to go online who will have that piece of the movie. And you were downloading from everybody, and then once you have the whole movie, people will download for you. So that's already a decentralized network. So that's kind of what we have now. But on top of that, you have an encryption layer that makes those transactions extremely secure. And whatever you do in the blockchain is transparent by nature. So it kind of brings like a lot of transparency, and you cannot corrupt the system. So I think we never had before a system that was incorruptible. So I don't think we necessarily, as normal humans, need to understand exactly how it works, but we should be able to understand what it can do. And I think these are concepts that we can all understand. Ich habe es meinem Sohn auch erklärt, der ist 7. Okay, also deutlich älter schon. 7, und dann habe ich gesagt, stell dir vor, ich gebe dir 5 €. Ne? Dann gibt es eine Bank, die dir bestätigt, dass ich dir die 5 € gegeben habe. Was aber, wenn wir die Bank gar nicht mehr brauchen, wenn das Netzwerk das bestätigt, wenn ich die 5 € meinem Sohn gebe und ich brauche keine Bank, die das bestätigt, sondern ich habe ein Netzwerk und das kann nicht beschissen werden. Da kann keiner faken. Das geht nicht, weil dann das ganze System runterklappt. Und das jetzt technisch zu erklären, macht wirklich keinen Sinn, weil das sind Private Keys und Cryptography. Cryptography. Mhm. Das werden wir im Leben niemals verstehen, müssen wir aber auch nicht. Wir verstehen auch nicht, wie das Fax funktioniert und das Mobiltelefon. Wir wissen nur, dass das ein Netzwerk ist, was man nicht bescheißen kann und wo keiner von oben das System cracken kann. Mhm. Mhm. Also, wenn man es mal ganz basic beschreibt. Und es wird auch, was ich auch mal sage, es wird auch relativ viel in der Zukunft an Arbeitsstellen nehmen. Das ist so ein bisschen gefährlich, also nicht gefährlich, das ist doch aber gut. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Ja. Natürlich, da können wir mit Sicherheit ausführlich drüber gehen. Also ich mache es mir jetzt gerade total simpel. Ja. Also wenn ich es richtig verstanden habe, geht es einmal mehr natürlich darum, was wir hier auch diesen 2,5 Tagen schon öfter diskutiert haben, dass Daten, die wir heute en masse produzieren, en masse da sind, einfach darüber, dass alles kontrollierbar ist, dass die natürlich Macht bedeuten und Steuerungsfähigkeit. In dem Blockchain steckt die Chance, dass Dezentralisierung von Daten dazu führt, dass sie nicht in der gleichen Weise kontrollierbar sind. Ja, genau.
Ist es ein Demokratisierungselement? Well, I think you can call it democratic. Yeah, of course, it's more. At least it's more democratic than our current system. Yeah, I would think it's democratic in a way. Und ich habe das, also ich sag's noch mal mit meinen Worten. Ich habe einfach verstanden, es liegt eine jetzt einfach Fashion. Ja, es liegt eine unglaubliche Chance da drin, natürlich für all diejenigen, die hochwertigste Güter produzieren, und machen wir es total simpel, digitale Magazine machen, dafür Sorge zu tragen, dass ihr Copyright erhalten bleibt. Ja, zum Beispiel. Ja. But okay. You could also certify that the content is coming from the right source, for example. Okay. Und auch was das Thema Storytelling anbelangt, kann man natürlich, wenn man jetzt mit einer Blockchain verfolgt, durch wie viele Hände jetzt so eine Jeans geht. Eine 501. Genau. Und irgendwann mal hat die Schauspieler XY getragen und das ist verifiziert auf einer Blockchain, kann man dadurch eine ganz andere Art von digitalem Storytelling machen. Wow. Okay, ich habe verstanden, die 501 von wem auch immer. Levi's? Levi's? die können wir total nachverfolgen. Yeah. Wir könnten darüber auch dafür Sorge tragen, dass Kinderarbeit, genau, ja, exakt lokalisierbar ist. Right, ja. Right, also sozusagen ist es neben dem, dass es auf der einen Seite natürlich großes Interesse von großen Companies ist, dafür Sorge zu tragen, dass sie ihre Macht erhalten in solchen Kontexten, auf der anderen Seite aber möglicherweise auch ein basisdemokratisches Element ist. Ja. Okay. Puh, ganz lieben Dank. Ja, aber sehr gerne. Also ganz, ganz lieben Dank euch beiden. Super.